Ein anderer ganz wichtiger Aspekt, der hier auch zum Vorschein kommt, ist, indem quasi der Zwang zur Standardisierung oder die Verdrängung des subjektiven Wahrnehmung, also die Verdrängung des, also indem wir quasi die Armut standardisieren, also wir definieren, wo sie anfängt, wo sie aufhört. Ja? Der Hartz-IV-Satz ist ja ein Festlegen des subjektiven Empfindens. Das ist das Gefährliche daran, dass quasi eine, ich kann nicht mehr aufstellen und sagen, ich habe das Gefühl, ich reiche zum Leben nicht, ich verhungere. Das kann ich nicht mehr sagen, weil es standardisiert wurde. Und zwar standardisiert auf einer Ebene, die letztlich eine extrem subjektive Erfahrung ist. Wir haben auf der einen Seite ja eine Welt, die ja, das war quasi ein Konsumrausch, ja ständig damit agiert mit subjektiven Erfahrungen und erleben Sie doch diesen Autor als noch großartiger als das andere und erleben Sie diese neue Haarkreation als großartiger als dieses Shampoo und so weiter. Und plötzlich aber wird in einem Punkt der eigenen Integrität, nämlich das Wohlgefühl, ich bin ein Mensch, der ich fühle mich wohl oder ich fühle mich sicher, wird plötzlich aus meiner eigenen Definitionsrecht wird mir genommen und sie wird von außen projiziert. Ja. Das heißt, dem Menschen wird quasi ihre subjektive Wahrnehmung abgesprochen, was ein unglaublich brutaler Vorgang ist, ja. Unglaublich brutal. Und das Problem ist, dass das hat ja quasi System eben auch sehr stark. Und warum ich das so betone, ist, weil nicht nur, weil der Schmerz, der subjektive Schmerz des Individuums eben da der Punkt ist, wo wir andocken an der Wirklichkeit, weil eben ein System, ein Roboter, das keinen Schmerz wahrnehmen kann, entsprechend betriebsblind ist und keine größeren Probleme, also auch keine großen Innovationen schaffen kann, sondern es geht auch darum zu sehen, dass im Subjektiven, indem ich die Welt anders sehe, als Sie die Welt sehen, indem ich davon abweiche, wie Sie es sehen, entsteht eine Differenz zwischen uns. Und diese Differenz ist ein Lebensraum. Ja? Ein Lebensraum, in dem sehr intimes, also das ist nicht sexuell gemeint, aber in dem sehr intime, sehr persönliche Sprache, sehr persönlicher Austausch. Also man kennt es ja, wenn man ganz eng in Beziehungen, in ganz engen Freundschaften, man kann fast eigene Worte entwickeln, ja? Oder eigene Sprache für das, was man miteinander teilt. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja? Also es gehört also quasi zur Fähigkeit, Wirklichkeit zu schaffen oder Gesellschaft zu gestalten oder Leben zu gestalten, gehört Subjektivität. Ja? Und das Recht auf den persönlichen, intim geschützten Bereich, in dem ich frei entfalten kann, in dem was Neues entstehen kann. Das ist ganz, ganz wesentlich. Ja? Nur dadurch können wir eine vielfältige Gruppe von Menschen oder vielfältige Gesellschaft werden, die wie ein Organismus funktioniert. Umso mehr unterschiedliche Zellen es gibt, umso mehr Komplexität können wir darstellen, umso mehr Komplexität können wir leben, umso freier, umso größere, komplexere Lebensformen sind wir. Das heißt, wir wachsen aus dem Amöbenzustand heraus und werden zu Säugetieren, werden zu komplexeren, bewussteren Wesen. Ja? Wenn man uns aber den subjektiven Zugang, also den subjektiven Zugang zum inneren Flow, zu dem, was stimmt eigentlich, was ist hier los, was ist hier wichtig, ja? Wenn man uns den nimmt, durch Angst, Druck und Standardisierung, ja? durch monotone Arbeitswelten, Lebenswelten, Markenwelten, dann nimmt man uns die Fähigkeit, quasi diese schöpferischen Gestalter zu sein. Ja? Also das heißt, es geht sehr viel tiefer in das, was der Mensch eigentlich ist. Ja. Das, was wir als das, was uns ausmacht, das, was den Menschen, das, was wir in uns drin, quasi das, was wir, diese innere Ordnung, die wir haben, diesen, wie ich es nenne, diesen Fixpunkt, wie ich in meinen Büchern geschrieben habe, das ist ganz wesentlich. Ja. Und natürlich ist es halt so, dass äußere Machtstrukturen versuchen, den Menschen immer wieder aus dem Subjektiven herauszudrängen, weil wir dann quasi im Objektiven den unmittelbaren Kontext und die Verbindung zu, was stimmt eigentlich für mich noch, was ist für mich richtig, aus dem Auge verlieren. Ja. Und wir werden orientierungslos und abhängig quasi von äußeren Ordnungsgebern, die uns dann manipulieren können und die uns dann quasi dazu bringen, ihre Ziele zu verfolgen. Also die
Das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ja. Also subjektiver Zugang zur Wirklichkeit ist ganz wesentlich. Und wenn ich dann bei Hartz IV stehe, wenn ich dann im Amt stehe und sage, ja, ich bin Timothy Speed, ja, ich sehe die Welt so, ich habe eine andere Vorstellung, ja, ich bin nicht Ihr Formular, ja, ich bin etwas anderes. Ja. Hier geschieht was anderes. Ja, Sie verstehen das noch nicht. Vielleicht müssen Sie was anderes. Keine Ahnung. Ja, irgendwas passiert ja. Dann ist es ein wichtiger Schritt. Es ist keine Spielerei. Ja, sondern es geht darum, das ist die Grundlage von erfolgreichen kreativen Gesellschaften, wovon ich hier rede, und nicht etwas, was eine, keine Ahnung, spätpubertäre Art von Widerstand gegen Autoritäten darstellt.